willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir wieder was Verrücktes vor, nämlich wir testen heute Kinderexperimente, die Jessie rausgesucht hat. Diesmal nennen wir es direkt Experimente, weil ihr wisst sonst mit denen, das hat nie funktioniert. Jessie, wo hast du die Experimente her? Aus dem Internet. Aus dem Internet. Wow. Experiment heißt Flitzefische. Das heißt Flitzefische? Flitzefische. Und was machen wir bei Flitzefische? Wir haben Seife auch, okay. Irgendwas Chemisches. Chemisches. Ich bin gar nicht so enttäuscht gerade. Hä, das ist ja voll gut. Ich kann Dinge. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Nee, ist so hell. Ich schwöre euch, da ist ein Fisch drauf. Du kannst ja vier Fische basteln. Ja. You're so smart. You're smart. Weißt du, man muss sich auch loben einfach mal für Kleinigkeiten. Oh, ich habe wieder gespuckt. Habe ich sehr gut gemacht. Ich habe es geschafft. Ich habe einen Fisch. Das ist Herbert. Wir haben ja sogar Münder. Ja, natürlich. Wann hat man denn das letzte Mal einen Wachsmalstifte benutzt? Füllen da Wasser rein, dann machen wir da Seife rein und dann bam bam. Nein, okay. Wir machen Wasser rein, dann machen wir Seife auf die Fische und dann geht's ab. Bam bam. Sag mal, hast du schon mal einen schöneren Fisch gesehen? Nee. Nee, ne? Denke ich mir. Stimmt, Jessie hat Angst vor Fischen. ich meine, ich nehme deine Ängste wahr und ernst. So, alles bemalt. Was jetzt? Jetzt nimmst du das Backblech. Jetzt füllst du dort Wasser ein, aber vorsichtig. Wieso das denn jetzt? Was soll das denn? Jetzt besteht das Experiment darin, ein wenig Seife auf die Schwanzflosse. Da kommt Seife drauf. Da kommt Seife drauf und dann legst du den Fisch ins Wasser und dann müsste er flitzen. So. Ja. So. Ja. Ha. Oh, no, 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 no. Ich verstehe das Experiment nicht und ich verstehe nicht, warum das funktionieren soll. Ich male von der anderen Seite an mit Wachs. Unsere Schwanzfloss kommt Seife. Schwimm, Jung. Let's go. Das Experiment ist für Arsch. Mann, das jetzt nochmal. Ich will, dass es funktioniert. Schloch. Dieses Experiment ist sowas von für den Arsch. Nee, das macht. Warum funktioniert das nicht? Weil wir ein Experiment machen. Dann natürlich funktioniert das nicht. Ja. Funktioniert! Ja. Wie kann es sein, dass ich scheitere an Experimenten? Das Mädchen im Video war wie alt? 5? Ja. Das tut weh. Next one. Okay, also wir machen Lebensmittelfarbe da rein, dann machen wir Sonnenblumenöl da rein und dann Brausepulver. Und dann haben wir eins Lavalampe. So, die hat erstmal schon mal Wasser da drin. Jetzt hat sie da Färbezeug reingemacht in Blue. Das mache ich jetzt auch. Willst du noch mehr Blauzeug reinmachen? Nee, ich glaube, ich habe schon ein bisschen mehr als sie. Aber ich habe ja auch mehr Wasser als sie. Deswegen habe ich das kurz im Kopf hochgerechnet. Aber jetzt habe ich da halt unten so blaue Würstchen auf dem Boden. Wir warten ab. So, jetzt müssen wir eigentlich nur so ein Browser-Ding reinmachen und dann kommt ganz viel vom Blauen in das da oben. Mega Lavalampe. Ja, stark, ey. Mega geil. Da passiert gar nichts. Kommen wir zum nächsten Experiment, was eventuell funktioniert. Vielleicht aber auch nicht. Du musst es hinkriegen, einen Sprudel zu machen. In eine Flasche füllst du Wasser und diese Perlen. Dann klebst du die leere Flasche darüber und dann schüttelst du es ein bisschen und dann wird es halt ein Strudel.
3, 2. Weder habe ich hier gefilmt, noch habe ich irgendeine Art Strudel gesehen. Ah, da oben ist ein kleiner Strudel, ja. Ja, was soll denn die Scheiße? Jetzt hat's funktioniert und es ist trotzdem nicht geil. Du musst es mit Kinder auch sehen. Es tut mir leid, Leute. Wirklich. Kommen wir zum nächsten Experiment, was bestimmt super funktionieren wird und klasse wird. Das sieht schon so scheiße aus. Nein, natürlich nicht. Nein? Man kann damit doch nicht besser hören, das ist so ein Quatsch. Vor allem muss man damit doch viel schlechter einordnen können, wo ein Geräusch herkommt. Weil die Wölbungen in unserem Ohr und so weiter sind ja dafür da, damit wir einschätzen können, wo etwas ist. Und jetzt machen wir da so ein Ding drauf, was alles komplett verfremdet. Macht gar keinen Sinn. Fühlt sich komisch an. Boah, mein Gott, hört sich das komisch an. Alle Bässe sind weg. Ich selbst höre mich so weird an gerade. Boah, fühlt sich das gerade seltsam an. Boah. Aber auch mit 4 Ohren können wir nicht herausfinden, wo Mix sich versteckt. Der arme Junge. Der verreckt gerade im Wald und es wird dunkel. Wir sind beeindruckt. Boah, ich höre dich nicht besser. Ohne die Dinger würde ich dich auch flüstern hören. Also hat das nichts gebracht? Nein. Ich höre keine Bässe mehr, das ist alles. Besser? Crazy life, ey. Next one! Dafür brauchst du alle Bissen aus dieser Schüssel. Okay, ich habe ein paar 5-Cent-Stücke. Das Experiment heißt wie? Naja, Wasser. Das Wasser. Also so wie Wasserwaage halt. Wasserwaage. Wie heißt es? Wasser ist stark. Wasser ist stark, heißt das Experiment. Du bekommst ein festeres Stück Papier, ein Wasserglas und das musst du bitte bis zum Rand füllen. Jetzt läuft über. Okay, es ist jetzt überm Rand. Gut, jetzt musst du das Papier, so wie es davor liegt, da drauflegen. Liegt es drauf? Es liegt drauf. Und theoretisch solltest du jetzt Münzen auf die lange Seite legen können nacheinander. Und es müsste das eigentlich länger aushalten. Mach weiter! Warum lachst du? Ach, Manu! Was soll ich denn machen? Das alles nicht funktioniert, mach mich so wütend. Du bist überhaupt nicht mit dem Herzen dabei. Wasser ist stark. Also ich bin begeistert. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben uns das heute auch ein bisschen anders vorgestellt. Das nächste wird cool. Nächstes Experiment. Du kriegst jetzt wieder ein bisschen Wasser. Ein bisschen? Ein bisschen Wasser. Ein bisschen. Ein bisschen Wasser. Ein bisschen Wasser. Soll ich das mal aufmachen hier? Nein. Hör auf. Mach's nicht kaputt. Nein, ich hab's nicht noch nicht kaputt gemacht. Gemahlen Pfeffer. Also, bei dem Experiment geht es darum, in Wasser einzutauchen, ohne nass zu werden. Und das geht mit Pfeffer? Und es geht mit Pfeffer. Ich habe das Experiment schon häufiger gesehen, aber das war dann mit Speisestärke oder so. Und zwar füllst du jetzt Pfeffer da rein. Du darfst aber nicht umrühren. Ja, nur das soll auf der Oberfläche sein. Genau. Und dann mache ich so und meine Hand ist weiterhin trocken. Du musst langsam sein. Ah, okay, dann mache ich so. Eine Fläche am besten und nicht mehrere Lücken. Ich will aber mit mehreren Fingern. Nee. Nicht runter, ihr sollt oben bleiben. Okay, mehr Pfeffer. Ich nies gleich, oh Gott. Schatz, es wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Ganz langsam da rein. Und jetzt wieder raus. Jetzt hast du eine trockene Hand. Der gesamte Pfeffer ist auf dem Grund.
und sieht aus wie Sand. Zu dem Zeitpunkt, bevor ich meine Hände ins Wasser reingemacht habe, waren sie trocken. Also im Prinzip war es ein Erfolg. Aber wie haben die das denn da reingemacht? Einfach nur Pfeffer reingestreuselt. Nee! Deine Anleitung war mehr als suboptimal. Also heute, das, also noch nie war etwas so scheiße wie heute. Das ist ein neuer Tiefpunkt auf meinem Kanal. Und mein Kanal besteht quasi aus Tiefpunkten. Ich weiß, dass sowas geht. Ich habe sowas schon häufiger gesehen. Aber von diesen 6 Experimenten waren 4 komplette Fehlschläge. 1 langweilig as fuck und 1 dummes Shit. Das hat funktioniert. Leute, vom gesamten Dylan White Team, es tut uns leid. Wir sehen uns bei meinem nächsten Livestream auf Twitch und wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Hinterlasst einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Tschüss.